Ich hoffe, das sind hier keine Gegner. Ja, das sind nur Bauarbeiter. Dann ist ja alles gut. So hinaufklettern, das heißt, wir werden vermutlich eher weniger. Ach so. Wieso zum Enker ist die Runner Vision offline? So, ja, ich werde vermutlich. Ach nee, gar nicht, weil die sind willkommen. Ich bin ja ein Trottel. Gibt es hier irgendwo. Ne? Oh. Ja, vielleicht hätte ich mal danach Ausschau halten sollen. Das war die falsche Seite, aber ich komme ja trotzdem hoch. Meine Güte. Das sah aber nicht mehr so schick aus. Eieiei. Ich finde es übrigens auch sehr interessant, dass die ganzen Menschen hier, die Bauarbeiter, sich nicht wundern, dass hier mal einfach mal so ein Mädchen langläuft und hier Tohuwabohu macht. Ja, es geht hier noch weiter. So. Sehr schön. Dann haben wir es ja fast geschafft. Okay. Und ja, ja, ja. So. Jetzt ist natürlich noch Spider-Man. Wir sind auch so ein bisschen Tarzan geworden. Moment mal, zuerst wollen wir das Tarzan, danach sind wir Spider-Man geworden. So. Oh, das ist die falsche Seite. So kommen wir schlecht nach oben. Da sollten wir es schon auf der richtigen Seite probieren. So. Diesmal klappt das aber auch sehr viel besser mit dem von Wand zu Wand tangeln. Dieses Schwingungsdings da wird gewaltigen Schaden verursachen, oder? Ja, da liegst du richtig. Mit den Arbeitern hier? Was soll mit ihnen sein? Genau, das hatte ich befürchtet. Ich schaffe sie hier raus, Dogen. Dazu muss ich nur den Feueralarm auslösen. Ganz wie du meinst. Ich bin mir sicher, wenn du sie nur nett genug darum bittest, werden sie das Gebäude folgsam verlassen. Ah. Wirklich? So. Meine Güte. So, hier geht's doch hoch. Das ist gerade ein ganz komischer Move. So, ja, ich bin voll bei Faith, also ganz ehrlich, die ganzen Bauarbeiter können doch nichts dafür, wenn die hier irgendeinen Mist angestellt haben. Deswegen haben sie es natürlich auch nicht verdient. Finde den Feueralarm und löse ihn aus. Hier irgendwie drauf zu gehen. So, ich hoffe, der Feueralarm ist hier irgendwo in der Nähe. Aber ich schätze mal, der wird uns gleich automatisch angezeigt. Ich glaube nicht, dass das so eine optionale Erledigung der Mission ist. So. Ah, Fire Control sind da, ja, das ist es. So. Dann gehen wir mal hoch. Kruger ist maßgeblich an Reflection beteiligt, ebenso wie Sylvain und Elysium. Und wo eine Intrige ist, sind natürlich auch die Merlis-Zwillinge nicht weit. Ich habe meine Fühler nach einigen Geschäftspartnern ausgestreckt und sollte binnen weniger Tage eine Rückmeldung erhalten. Dann können wir diese unselige Episode endlich hinter uns lassen. Wow. Das sieht ja cool aus. Du musst das nicht tun. Die Pläne sind als Bezahlung mehr als ausreichend. Genau genommen sind diese Pläne vollkommen wertlos, solange ich sie erstens nicht erhalten und zweitens nicht verkauft habe. Ist schon in Ordnung, Noah. Ich habe hier meinen Spaß und die Arbeiter sind nicht länger in Gefahr. Ich schwöre Ihnen, Dogen, sollte ihr irgendwas zustoßen. Können Sie für nichts mehr garantieren, ich weiß. Wir hatten diese Diskussion bereits. Welche Diskussion?
Alter! Hat Noah es dir denn nicht erzählt? Es war vor 2 Jahren. Er ist nach deiner Festnahme bei mir aufgetaucht. Und ich muss sagen, es war ein ziemlich beeindruckender Auftritt. Nein, das hat er mir nicht erzählt. Brüder stehen eben füreinander ein. Na, da würde ich ja gerne mehr drüber wissen. Oh Gott, ich habe Angst. Jedes Mal, wenn ich Vögel sehe, muss ich an Birdman denken. Ach, das geht doch weiter hoch. Ich dachte... Oh. Eieiei. So. Oh ja. Wow. Safe. Wow. Ich bin begeistert von dir. So. Und noch einmal. Zack. Und zack, zack, zack. Ja, also diese Walljumps kriegen wir sehr viel besser als beim letzten Mal. Wo ist dieses Tilgungsding? Er müsste sich direkt vor dir befinden. Das ist es? Warum haben Sie nicht einfach gesagt, dass es ein irre großes Pendel ist? Weil man die Dinge bei ihrem Namen nennen sollte. Nun musst du ihn lösen. Es sollte dort 3 Stabilisierungsklammern geben, die deaktiviert werden müssen. Nur in der Reihenfolge? Ich denke eher nicht. Und noch höher. Da frage ich mich ja auch gerade, wie wäre es bitte schön hier rausfinden, das sollen, bevor hier alles einstürzt. Das war nicht geplant. Bin ich voll abgerutscht. Es ist aber auch schwierig, da nicht... Man muss da schon echt aufpassen. Puh. Gott sei Dank habe ich das noch rechtzeitig gesehen. So, und dann haben wir den letzten. Ganz ehrlich, wie sollen wir das überleben? Noch niemals überleben. Oh, da sind wir schon. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich herausfinden soll. Ich dachte, man kann da hoch. Schade. Schade, Schokolade. Wurde aber gerade doch. Also, ich habe die Vision da ganz oben gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wie wir da. Wie es da weitergehen sollte. Holy shit, ey. Wow. Das Ding ist durch das gesamte Gebäude gekracht. Ich hätte nicht. Genau wie beabsichtigt. What? Was machst du denn da, Faith? Wow. Wow. Well done, Faith. Well done. Ich bin stolz auf dich. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Aber ich bin stolz auf dich. Ich gebe dir die Schuld nicht. Nein. Ich bin nicht dauernd schuld. Ah, hier ist eine Leiter. Mein Glück, dass du vorher die Mitarbeiter evakuiert hast, Faith. Sie sorgt sich offensichtlich um andere Dauer. Eine charmante Charakterschwäche, die wir beide mit ihr gemeinsam haben. Zumindest gelegentlich. Genieß den Ausblick, Faith, aber bleib nicht zu lange dort. Ich gehe davon aus, dass Kruger Stack in diesem Moment Leute entsendet,
um diesem kleinen Unfall auf den Grund zu gehen. Bahnt ihr einen Weg nach unten? Ihr habt doch ein... Ihr seid doch verrückt. Halt dich dran fest. Safe. Danke. Und runter. Mensch, das ist... Au. Ein sehr unspektakulärer Abgang. Erstmal voll in den Müll reingelatscht. So. Und dann gehen wir mal wieder nach unten. Also die Kasek-Krüger-Einheiten müssten dann demnächst hier auftauchen. Kann man die vielleicht hier schon sehen? Das wäre natürlich cool. Aber ich muss schon sagen, so von der Aufmachung her sieht die Stadt echt nicht schlecht aus. Aber man sieht ja sogar ein bisschen weiter hinten so ein bisschen Bewegung und so. Das ist ja nicht komplett starr. Das finde ich eigentlich ganz nice. Ja, in Sicherheit bringen, das ist eine leichteste Übung. Eine meiner leichtesten Übungen. Alter, das ist ja voll weit. Oh, oh, das ist ein Chip. Das ist ein Chip. Und vielleicht können wir dann ja auch deine mögliche Beschaffung dieser Zeichnung besprechen. Aktueller Lieferauftrag verfügbar. Oh, Liefermission. Danke, dass Sie den automatisierten Bietepaket nutzen. Der Bestimmungsort ist jetzt verfügbar. Vollständige Bezahlung erfolgt bei Zustellung. Dann versuchen wir das mal. Und alle ab, Sasa. Gott sei Dank. Oh, hier ist noch ein. Aber dafür haben wir leider keine Zeit. Wir müssen weiter. Puh. Oh, ja, toll. Jetzt schon verkackt. Ob wir das noch schaffen? Wow. Na, komm schon. Oh, ja, ernsthaft. Da. Dankeschön. Die Gesetze existieren, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Sie sind Teil des Vertrages, den jeder Mitarbeiter mit dem Kongress. Das ist ja voll... Hallo, können wir bitte da durch? Wow. Verdammt. Ja. It was expectable. Alter, wie weit hinten ist das denn? Ja. Nein. Das war sehr weit hinten. Wie zum Henker? Soll man an diesen Grid rankommen, ohne zu sterben? Ach so, Moment. So. Puh, wenn es nicht markiert ist, da muss man echt erstmal so einen Blick drauf haben. So, dann schauen wir mal. Aktuelle Mission, Fliegenfalle, such nach Icarus. Memento. Und da Schlupf. Das Versteck. Was ist denn das? Wir können hier sogar eine Schnellreise machen. Ach, Moment mal, wir haben doch noch Upgrade-Punkte. Wir haben aber, abgeschlossen haben, haben wir jetzt hier noch mehr Punkte zum Aktivieren. Effizientes Klettern, schnelleres Klettern, runden Leitern. Du kannst an runden Leitern schneller klettern. Das könnte nicht schlecht sein, wenn wir dann diese Runner-Mission machen. Also wenn wir Doppel-Wall-Run. Das ist ja cool. Was haben wir hier? Fokusschild. Ja, effizientes Klettern. Und, achso, Hocke hatten wir hier noch. Und bei Kampf haben wir ja natürlich, ja genau, gibt es immer noch Grafengewebe. Dann gibt es auch Carbongewebe und Kampferholung. Erfordert Carbongewebe. Ich schließe die Mission Zuflucht ab. Ja, ich nehme mal das hier. So. So. Dann, was machen wir als nächstes? Wir haben hier noch den Metagrid. Vielleicht machen wir das mal.
Aber wir haben jetzt einen Teil der Hauptmission wieder abgeschlossen. Dann können wir jetzt vielleicht mal wieder zu Plastic laufen. Ich finde die ganz cool eigentlich, die Plastic. Die hat sowas Verpeiltes an sich. Damit ich mich auch doch glatt identifizieren könnte. Weil ich allerdings echt sagen muss, dass an der Charaktergestaltung ruhig noch ein wenig gefeilt werden müsste. Also damit meine ich halt wirklich nicht, wie der Charakter sich macht, sondern einfach nur das reine Aussehen. Und hoppsasa. Oh, diesmal sind hier keine Krieger-Einheiten. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir müssen aber auch schon gleich da sein. Moment. Oh, ja. Das ist natürlich doof. Wenn wir schon hier sind. Wow, wow, wow. Leck, leck, leck. Leck, leck. So. Alles wieder okay? Ja, alles wieder okay. Guti Patuti. Gibt's eigentlich noch irgendwas? Nee, höher geht's auch nicht.